Hi Leute, ich bin's wieder, euer Master Zero und willkommen zurück zu World of Final Fantasy. Ja, das letzte Mal gab's ein paar Tonprobleme. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, aber hoffentlich funktioniert's jetzt dieses Mal. wir sind wieder in Cornelia und wir sollen ein paar Goblins aufmischen, die ihr Lager aufgestellt haben. Na dann mal los. Zwischendurch ein kleines bisschen gegrindet, mal zu gucken, was ich so entwickeln kann, was bisher leider noch nicht der Fall war, aber dafür habe ich ein neues Monster gekriegt. Oh, und die Chocobo-Familie ist weg. Oh. Na gut, dann mal los. Where's the Goblin Camp? Up on that hill. Come on! Ach, da sieht man's doch. Na komm Leute, lass uns den Bau auf die Ohren holen. Mach eben da. Es sollen eigentlich ernste Kämpfe sein, aber es sieht einfach so knuffig aus. Cornelia's soldiers are fighting as hard as they can. Let's hurry up and circle around and knock the goblin's paw senseless. Okay. The wish and boosh. Yep. Oh yeah. Genau meine Reaktion war so. Okay. According to the Vanguard's reports, many of the enemy forces are capable of inflicting blindness. It impairs your eyesight and causes your weapon attacks to miss more frequently. Although thankfully magical attacks remain unaffected. Oh, why don't you take these eye drops? They'll clear up your vision in no time flat. Good luck out there. We're counting on you. Danke. Okay, kann blind verursachen. Oh, super. Das könnte nervig sein. Danke. Hey, die Region kenne ich. Das ist, die ist aus der Demo. Also zumindest sieht es sehr aus wie aus der Demo. Ladies and dummies first. Fehlt? So bad. Ja, und hätten sie das schon, mein neuestes Monster. Das große Glubschauge da, mein Schwebeauge. Für diejenigen, die von euch die Demo kennen, die wissen wahrscheinlich schon dazu, was es werden kann. Ich werde natürlich von mir aus so spoilern. Aber ich sag mal so, großartig verändern tut sich's nicht. Nee, da kann ich nicht schaden. So, haben wir hier. Goblin, der K.O. ist. Hey, eine Schatzruhe. Das Tagebuch eines Mädchens. This thing seems awfully familiar. Da werde ich mich später mal drum kümmern. Oder offscreen irgendwie sowas. What are those chain things? Whoever the Mirages are beholden to must be close. Ah, okay. Das wird der Kampf, da muss da auf jeden Fall passieren. So, auf Maul. Good job. Ja, es ist schon ein bisschen gemein. Ich habe nämlich herausgefunden, wenn man ab einem bestimmten Level, ich meine, je höher das eigene Level ist, umso weniger Erfahrungspunkte kriegt man von schwächeren Monstern. Und zusätzlich muss man auch noch mehr Erfahrungspunkte pro Level auch noch sammeln. Also das macht es ein bisschen doppelt nervig, das ganze Level, aber na gut. That wasn't so bad. Ich kann nur zustimmen. Ja, seht ihr, ich habe nämlich 219 EP eigentlich gekriegt, aber die haben alle kaum welche eigentlich gekriegt. Weil ich glaube, wir kommen, dass die 210 würde ich auch alle verteilt werden. Was auf die Frage? I should have known that wasn't the last of them. Thank you. I owe you my life. I know this isn't much, but here, I want you to have this. Süß, wie sie sich nach vorne beugt.
Ich frage mich, wer am Ende uns erwartet. Hier war, glaube ich, eine Schatztruhe in der Demo. Ja! Oh, man machen die. Alrighty, let's go! Come on! Hier sind wirklich viele Mandragoras. Okay. Aber alle können yeah. Ja, mein kleines Free-Free da unten. Es dauert zwar ein bisschen, bis ich irgendwen weiterentwickeln kann. Die brauchen meistens so bis Level 15. Also, ich bin schon zur Hälfte auf dem richtigen Weg. Okay, mit denen kann ich nicht quatschen. Mit dir kann ich quatschen. The enemy commander has taken position further up the plains. Be very careful. Werde ich sein, danke. Geh wieder ins Hinne. Hier kann ich nicht quatschen, du bist da oben, also bin ich auch nicht. Ah. Wie als nächstes? Und schon wieder mal Agoras. Wieso haben sie es nicht gleich so schnell gemacht? Mit dem Kampfsystem, weil sie aber selbst die normale... Die vom System her schnelle Geschwindigkeit für die Kämpfe ist immer noch Arschlampe zu haben, also. Wer würde es langsamer spielen wollen? Warum ganz hinter uns? Das macht keinen Sinn. Oh, ihr seht nicht gut aus, Leute. All injured soldiers have been ordered to fall back to this point and wait for further orders. Please, finish this fight for us. Kann sie auf uns verlassen? Habt ihr Gegenstände fertig? I have gotten injured. Ja, das Gefühl kenne ich, Kumpel. Okay, da oben ist das Lager. Ich werde erstmal gucken, was sich hier hinten versteckt. Wow! Was ist das erwarten noch hier? Adrian! ein bisschen Rocky zwischendurch. Ich will jetzt noch nichts beschwören, aber zum Glück hat mich hier noch keiner blind gemacht. Oder es wird wahrscheinlich spätestens beim Boss passieren. Well, that ought to do it. So bad. Wer auch immer es sein wird. Ah, mein Kupferzwerg ist ein Level 9, perfekt. Bevor ich zumindest zu dem Boss gehe, werde ich mal die AP mal überprüfen. Vielleicht kann man ja dann ein bisschen eine Fähigkeit mehr freischalten. I had those freaks right where I wanted them. Still, I cannot allow your valiant efforts to go unrewarded. Here, keep up the good work, you two. Zuerst beschwert er sich, wieso habt ihr mir geholfen? Und jetzt, ach, okay, gut, nimmt das als Dankeschön. Die wissen es auch nicht. Vita-Samen, cool. Ah, jetzt wird uns das endlich beigebracht. Fertigkeitssamen. Ah, genau, so kann man den Mirages andere Fähigkeiten beibringen, als sie sowieso schon kennen. Wie zum Beispiel, ein blödes Beispiel wurde, wäre eigentlich ganz praktisch. Den Free-Free, weil sie eigentlich feuerbasierend ist, Eisattacken zum Beispiel, oder Windattacken, oder Elektroattacken, wie auch immer. Oder sogar Heilung. Was eigentlich auch ganz gut ist, weil die Ifrit-Reihe ist definitiv bekannt, viel HP und reinzuhauen. Nicht wirklich für ihre Heilung. Das wäre eigentlich ganz praktisch. Wow! Ach, okay. Okay, nur die längere Variante. Den will ich haben, den kleinen! Oh. Warte mal. Analyse. Baby Mog. Baby
gemacht, Prisma. Okay, erst gebunden an den Arschloch da. Also. Ich muss mich vorstellen und Magie ansprechen. Ach, aber Soldat. Erstmal den Soldaten killen, weil er ihn ja beschwört hat. Oh, der kleine Süße will ich haben! Stein, Doppelstoß, Fuchsfeuer. Aber warte mal. Was war was für eine Schwäche oder sonst was? Also, ich sehe gerade schon, die HP sind eh schon halb runter. Also, kann ich eingefangen werden? Ist klar, das ist ein Mensch. Aber interessanterweise ist er ziemlich groß für einen Menschen. Ha! Wusste ich's doch, ich kann ihn davon befreien. Ich will nur einen leichten Buff, kein Volltreffer. Ja, perfekt! Komm her, mein Süßer. Komm zu Papi. Ich will dich haben. Nein! Nicht ausbrechen! Konnte nicht eingefangen werden, aber... Es stand nicht, kann man nicht einfangen. Einfach die ganze Zeit weiterhin versuchen. Ah, Menno! Ich werde es die ganze Zeit jetzt versuchen, ohne Scheiß. Ja! Oh ja! Perfekt! Er wird zwar als Level 1 sein, aber es ist mir egal. Und mein Free-Free ist Level 8. Ja. Oh, das kleine Vieh wird mir so viel Spaß machen. Da wette ich drauf. Da wird ein kleiner Reinscheißer. Okay, und der Behemoth, den man vorher gesehen hat, der... Ist Größe L, aber noch nicht die finale Version. Oh shit, wie wird denn dann das finale Monster werden? Sind es dann die aus Final Fantasy 13, die dann auf zwei Beinen laufen mit dem Schwert? Das wäre krank. Das wäre so cool, aber krank. Okay, es ist noch ein Baby, trotzdem sollte man ihn lieber nicht mit Hörnern packen. Er will ganz groß rauskommen, wenn er mal groß ist, bevor sie für seinen gefährlichen Kontern. Er will ganz groß rauskommen, wenn er groß ist. Oh ja, dadurch, dass er ein Behemoth ist, wird er definitiv ein ganz, ganz großer. Oh, seine kleinen Flügel! Süß! Putzig! Okay, ich wollte ja gucken. Okay, ich habe zwei... das ist Schlag... Feuer... Flamme und ein freies Feld, wo man halt diese Samen einsetzen kann. Ah, okay, drei. Okay, Horn. Ich schicke mich mal den Prisma. Ach, die kann man die auch schon mit dann freischalten, wenn man genug FP hat? Okay, oh, ich habe vorhin also den SP gesagt. Sorry. Das wäre natürlich sehr cool. Schlagblatt. Photosynthese, nee. Magieabwehr, Magieangriff, kurieren. Achso, ist mir wahrscheinlich irgendwie Cure. Okay. S, Abwehr plus, Verhärtung hält nach einem erlittenen Attack manchmal ein. Ah. Okay, und er braucht Stufe 10. In der nächsten Metamorphose. Oh, ich glaube, ich werde die FP mal aufheben. Mal um ganz sicher zu sein. Tama. Okay, das braucht alles immer nur 3. Außer du. Was? AP Volltreffer Boost, okay. Hier wird das Mira Board vergrößert.
wie das Mirabot auch vergrößert. Aber interessanterweise. Interessanterweise, wenn man ins Menü geht, wo man hier sozusagen wie bei Pokémon die Mirages in den Computer schickt, da wird angezeigt, dass es 2 Weiterentwicklungen hat. Auf Level 10. Okay, das ist super. Chocotic. Hallo. Chocobo-Küken. Mein Englisch heißt Chocotic. Auch bis Stufe 10. Okay. Ein Auge. 3, 4. Okay, gut. Hat sich also erledigt. Kampfstab. Okay, Tama hat Analyse. Ich glaube, ich habe Rain. Habe ich was gegeben, mit dem sie auch Analyse einsetzen kann. Also werde ich mal ein bisschen mal gucken. Ah, okay. Also Größe M, also entweder ihr Auge weg oder sein Kupferzwerg. Oh, na gut, okay, ist erst Level 1, deswegen gehen die runter. Bisher nur Horn. Okay. Das sind die einzigen beiden Größe M-Monster, die ich habe. Das sieht aber irgendwie so dämlich aus, wie er auf seinem Kopf steht. Bei den kleinen Monstern geht es ja noch so weiter, aber bei ihm. Aber der Boss wird definitiv mehr Erfahrungspunkte geben. Scheiß drauf. Ich kann immer noch ein bisschen off-cam, immer noch ein bisschen was machen. Und ich wette, oben ist so oder so ein Speicherpunkt. Ah. Hier ein paar Goblins. Was bist du? Was bist du? Take this! Ah, du bist süß. Ah, du bist cool. Töte ich. Verwende physische Attacke. Ich kann ihn jetzt einfangen? Ich werde es mal kurz ausprobieren. Okay, feuerbasierend, ich mag dich. Nein, ich bin zu stark. Sit. Aber irgendwer lernt hier Attacken, die man, oh, ich bin jetzt 2,5 schon. Die man, die nicht tödlich sind. Die sind für sowas wirklich perfekt. Da ist es egal, welches Level du hast, wie stark du bist. Es kann einfach nichts töten. Oh! Ein Event. Oh, mein Frieflieger hat was gefunden. Oh, ein Balancehalter. Super. Oh, help, Captain. I'm just not cut out for battle. Wieso bist du dann Soldat? Wieso bist du dann Soldat geworden? Oh, oh. Äther gekriegt, okay. Heiltränke. Das sieht nach ein bisschen mehr aus. Are you okay? We got this.
4 und 2 davon sehen ein bisschen böse aus. Rotkappenwächter und Goblinwächter. Ach nee, Goblin, Goblinwächter und Rotkappe und Rotkappenwächter. Scheiße, sogar noch viel verschiedener. Okay, dann muss ich die Wächter zuerst platt machen. Jetzt schmeißen sie sich nach vor. Well, that ought to do it. Oh yeah! Okay! Yay! Good timing. Some of my soldiers swore they'd seen the princess on the battlefield. I suppose I got a bit nervous. Oh no! Princess Sarah was here? What? No way. That can't be right. I'd like to think so. Okay, gut, wahrscheinlich. Still, wenn sie eins besser kennen würde, wäre es für mich wahrscheinlich mehr Sinn ergeben, aber. You two should press on. Up ahead, you will find a Bahamutian soldier in charge. He leads the goblins. Cool. Ah, cool. Let's do this. Ist hier irgendwas? Okay, das wird uns jetzt nur verraten, dass da eine Schatzkur ist. Aber wir sind ja schlau und haben dann sowieso schon nachgeguckt. Komm wieder rein. Ich sehe zumindest keinen Durchgang. Okay. Right, let's do this. Ah, süß. Und sie sind nicht gebunden. Hat schon irgendwer? Und für den Schadenvolltreffer. Gegnern wahllos physischen Schaden für 2 Treffer. Physischen Erdschaden. Okay, welchen einen mit meinem. Ach nein! Ah, ich bin dumm. 210, ich habe ihn trotzdem noch gekillt. Shit. Ah. Ich werde nochmal nachgucken. Ach! Verklickt, na egal. Da oben ist sicherlich ein Resistenz gegen Dunkelheit, Resistenz gegen Feuer. Wieso ist es so offensichtlich? Okay. Oben ist sicherlich ein Speicherpunkt, wo ich sowieso meine HP und so und SP und so weiter auffüllen kann. Ich hoffe, die sind wirklich heimisch hier und nicht nur da, weil der Angriff ist. Bitte. Wenn ein Speicherpunkt ist, gehe ich nochmal zurück und guck mal. Oder warte mal. Die Idee. Na, so sind wir ja viel zu stark, aber was ist, wenn ich den Stapel einfach aufhebe? Brauchen ja nur. Oh! Ha! Schwenker! Brauch ja nur physischen Schaden zufügen. Ich muss ihn ja nicht töten. Bitte. Perfekt. Okay, ich habe einen Wächterstapel. Noch mal den Wächterstapel. Den Goblin. Schaffen auflösen. Okay, das ist jetzt. Okay, nee. Verteidigen. Nicht schon wieder. Nee, verteidigen. Okay, das ist jetzt mein Free-Free. Ah, perfekt.
Ah! Jetzt erkenne ich auch, unten im Menü, wer dran ist. Ja klar, da leuchtet es dann so hellblau. Vorspielen. Und beim ersten Mal. Oh, das Ding gefällt mir. No, es ist so süß. Ich hab's immer mit süßen Dingern. Mein Babymorph ist schon Level 4, das ist super. Ein Mirage mit hoher Feuerresistenz. Selbst ihre Zähne sind wie glühende Kohlen. Würde man sie dazu bringen, ihr Maul einen Moment lang aufzuhalten, könnte man darin wohl Steaks braten. Kriegt man da etwas Cerberus? Das wäre sehr geil. Oh. Ah, fuck! Ich hab keinen Platz mehr. Scheiße, ich hätte es wissen müssen. Bei Siefer. Ah! Oh, okay, wie bei Pokémon. Kann man so von dort aus zum Computer schicken. Danke. Oh. Ich habe schon gedacht, ich hätte verkackt. Okay, super. Jetzt kann ich voran. That's odd. I could have sworn I saw Princess Sarah on the front lines. Oh. Immer diese wilden Prinzessinnen. Warum lernen die das nie? Wow. Was ein Schlachten. Fünf Stück? Wollt ihr mich verarschen? Haha, genau die beiden Schwächsten ausgesucht. Perfekt. Ich hätte mal die restlichen Varianten einfach nur so physisch. Hat dir nichts gebracht, sich zu buffen. Das ist aber wirklich 1:1 dieselbe Umgebung wie in der Demo. Oh! Müssen wir erstmal aushelfen. Na gut, das ist ja nichts. Boom! Predictable. Okay, spielbar Auge Level 9. Thanks for the help just now. You two are going up against the enemy commander, is that right? Take this, it'll come in handy. Oh, es ist eine Frau. Netta, yeah. We won't let Cornelia fall! Das ist gut. Super Beisteller. Ha, weißt du, hier ist ein Speicherpunkt. Und erstmal wieder ein Random Encounter. Yeehaw. Come on, bring it. Let's begin. Drei von den Süßen. Ich habe auch schon was von euch. Eins. Zwei. Und nochmal rein. Well, that ought to do it. All right. Baby Moth Level 5. Super. So macht es das Wesen ein bisschen einfacher, wenn die schwach sind, also Level 1, wenn man sie nur anfängt, dass sie relativ schnell die Level nachholen. So.
Okay. Aber interessant, dass mein Free wenig TP hat im Vergleich zu allen anderen. Jetzt wird es wahrscheinlich ernst. Das ist nur ein freies Feld, das ist eine Flamme. So, mein Kleiner. TP erhöhen, Stärke erhöhen. Soll ich es ausprobieren? Okay, passiert nichts. Ich muss es wirklich erst entwickeln. Aber viel stark sind wir schon. Erstmal viele TP. Okay, für mich sind dann wir 3. Und da lernt er als Konter? Okay, gut. Okay, Abwehr Plus ist immer gut. Zwei. Könnt ihr mit 2 hier was anfangen? Nee. Okay. Doch nochmal kurz überspeichern. Man muss ja schließlich sicher sein. Schatztruhe abläufen. Und eine Cutscene. Huh? Oh nein, da ist er. Dude, she is here. I guess she's the hands-on type. Oh Scheiße. Your Highness, behind you! Huh? Look out! Are you alright, Highness? Yes. Oh thank mein you. Gott. Mein armes Herz. Oh, Schmuck. We gotta find a way down there now. But we can go around. If we're fast enough, we... No, there's no time. Princess! No! Was zum Geier? Der Ritter des Lichts! Sweet! Können wir ab jetzt unsere Beschwörungen einsetzen? Er hat die mit einer Attacke gekillt. Wow. Princess Sarah, you okay? Dude, that move was awesome! I don't know what just happened. I think I do. That light would explain it. Good, Captain. From this day on, you shall be called the Warrior of Light. Me? Are you sure? Yes. The legends of Cornelia tell of others like you. Nameless heroes with great power in their hearts. Warriors of Light. Cool. You're a medium. One with the potential to become this realm's champion. Wait, a medium? A champion? Champions arise at critical points in time, where they awaken unexpectedly to their miraculous power. Ooh. Candidates who hide this light within them, this strength, we call them mediums. The Warriors of Light, of course, are unique to Cornelian legend, but mediums for other champions can still be found throughout Grimoire to this day. Ah, okay, und das sind dann wahrscheinlich die ganzen verschiedenen Helden von den ganzen Final Fantasy Teilen. Super! There is no mistake. Dann dürften also wirklich für jeden Teil also wirklich eine Region das sein. The light Lon and Rain sent me was a sort of revelry. Like I've been sleeping my whole life and finally woke up. Do you have that power? Do you have the ability to awaken mediums as champions?
I wish we knew. Like I said, we don't remember all that much about who we are. Wait, hold on. Hi, dude. Scheiße, ist er doch noch da. Den Soundeffekt kannte man. This guy must be their boss. Lon, it looks like the soldier's human. Don't get carried away. Rain, I'm shocked. I don't pick on people weaker than me. I just had to make sure. Let's go, Lon. Yeah! This theme is the massive! I've got this. Seriously? What do they feed him anyway? Okay, good. Maybe we could stew over that some other time. What do you think? Wenn sie aber wieder auszuwaschen. Oh. Okay, weder Schwächen noch Resistenzen. Dafür ordentlich viel TP. Shit, sie können sie nicht heilen. Balancehalter. Du hast Vita. Doppelstoß. Wie beide mal gegen den? Okay. Und die kann ich immer noch nicht lernen. Okay. Doppel-Superschlag. Iha. Ach, verfehlt? Scheiße. Okay, erst hin. Au. Es wird aber noch seine Energie angezeigt und er liegt auf dem Boden. Kommt er wieder? Na, dann werde ich sehen. Fertigkeiten, Vita. Ah, puh. Okay, das war's. Yeah! Good job! Ja, da wär's schlecht gewesen. Oh, 2400! Sweet! Wir sind Level 10, Tamas Level 10. Okay, die ab Level 10 sich entwickeln können, sind nicht Level 10. Ist etwas schade, aber meh, ist mir egal. Ein Alma-Kristall? Okay. Total piece of cake. Wait, this soldier's not human at all. Was he a mirage? What? No. The soldiers are human beings, planning to become architects and join the Federation elite. What happened to him? Ja, okay, gut.
Wer bist du denn? Wow. How many years have passed? Time for us has resumed its march. Sig Warrilis. Yes, what Bill. Is it? You may begin. I trust you have worked out each detail? Oh, I can assure you every word. Then away with you. We have a prophecy to fulfill. Geflügelte Ritterin. Yes. Let us usher in a new age of history. Cornelius Erlöser. Woohoo! Das sind wir. Ganz besondere Fähigkeiten. Wenn du Mirage Stapel die Fähigkeiten mit gleichen Elementen zu überwinden kannst, Stapel Zugang zu noch stärkeren Varianten der Fähigkeiten erhalten. Oh! Ah, okay, wenn ich zwei Feuer habe, dann kann ich dann anstatt Feuer Feuerra benutzen. Okay, super. Mirage Stapel für physischen Angriff beherrschen, können sich Teilnehmer Mirage zu einem mächtigen Angriff wie zum Beispiel Kreuzprügel zusammenschließen. Viele verschiedene Kombinationen. Oh, super. Mirage und L-Grüssel können einzigartige Fähigkeiten einsetzen. Gleich nur L-Grüssel, Hühner können die Fähigkeiten. Ah, okay. Natürlich will ich speichern. So, dann denke ich mal, das war's jetzt erstmal für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Bye bye!